Was geht ab, was geht ab? Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen, wünsche euch einen schönen Tag. Oh, ich sitze hier noch auf dem Stuhl. In der Bar. Das ist der Jack. Und die Sarah ist auch irgendwo. Sarah! Die macht sich schon wieder bequem. Sarah, bitte aufstehen. Alles klar, Sarah. Okay, ich und Sarah sind auf jeden Fall auf dem Weg. Die nimmt schon wieder Platz. Ey, du faule Socke. Entschuldigung. Du faule Socke, du. Und jetzt geht sie da hinten wieder hin. Und setzt sich da wieder hin. Und jetzt steht sie wieder auf. Und jetzt setzt sie sich auf den anderen Stuhl. Nee. Aha. Jetzt auf den Stuhl. Sarah. Wir müssen. Wir haben auch ein Ziel. Warte mal. Die alte Heimat. Wir müssen Vanguard Moera finden. Vanguard Moera heißt die. Oder R, ne? Das ist ein R. Okay, Sarah. Wir wollen los. Komm jetzt. Leute, hier ist aber was los. Ach, wir müssen hier wieder raus. Das war's. Mehr gibt's hier nicht zu sehen in Sidonia. Nur deswegen sind wir hierher gekommen. Warte mal, ich gehe mal. Ja. Okay. Okay. Ich wollte nochmal, also hier waren wir, glaube ich. Ne, hier sind wir ja drinnen gewesen. Mann, warum sind denn hier so viele Leute unterwegs? Ja, hier war ich auch. Da ist Jesco, der Bruder von Vesco. Und, ah, guck mal hier. Einfach so bei einer Trackerin aufzutauchen. Trackerin? Was bist du, Tracker? Tracker Allianz Agent. Hey Schätzchen, du siehst aus, als könntest du dir die Hände schmutzig machen. Die Tracker Allianz ist immer auf der Suche nach Kopfgeldjägern. Ah, Kopfgeldjäger. Finden und töten. Wenn das was okay. für dich wäre, rede mit mir oder sieh dir die Auftragsbörse an. Okay. Mach ich mal, irgendwann, andermal. Oh. Pass auf dich auf. Jo, du auch auf dich. Geht doch noch hier weiter runter, oder nicht? Wo will er denn hin? Wohndistrikt. Aha, okay. Er geht nach Hause. Hier kann man handeln. Können wir was verkaufen bei dir? Ey, yo, Mann. Willst du hier bei der Handelsaufsicht ein bisschen einkaufen? Ey, yo, Mann, ich habe ein bisschen was zu verkaufen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Ja, Mann, ist kein Problem. Ich habe auch ein bisschen was zu verkaufen. Ich würde gerne handeln. Cool. Das machen wir hier. Ja, Mann. Also, ich habe so ein paar Waffen, die ich nicht mehr brauche. Ich habe zweimal die gleiche. Hier, kannst du eine haben. Oh, ich habe ein... Wo habe ich das denn her? Ja, cool. Ja, davon habe ich auch zu viele. Davon habe ich auch zu viele. Was ist das denn? Was habe ich das denn gekriegt? Hä? Was soll das sein? Pistole. Das habe ich auch zweimal, aber ich habe das in Lila, ne? Das ist weg. Ey, mein lilanes Messer ist weg. Das Spiel hat mir mein lilanes Messer weggemacht. Ich hatte ein lilanes Messer. Warte mal. Ja, warte mal, ich komme gleich wieder. Ja, ja, klar, warte mal. Ich hatte ein lilanes Messer. Da. Das kann man nicht verkaufen. Ah, okay. Oder er kauft das nicht. Ja, ja, Mann. Schöne Augen hast du. Okay, ich würde gern handeln. ja, den kann man die auch nochmal verkaufen. Eine modifizierte Eon. Und wo ist meine Eon? Habe ich gar nicht mehr, ne? Aha, Equinox. Hä? Wo ist denn meine normale Equinox? Das ist alles... Das nimmt er alles gar nicht, ne? Was ist das denn? Lichtbogenschweißer. Eine schwere Waffe. Aha.
Aber ich habe jetzt noch einen Schalldämpfer, eine Rattler mit Schalldämpfer. Ja, dann kann die ja weg. Und, aber ich muss doch auch noch die modifizierten Waffen alle haben. Wo sind die denn? Ja, Mann. Danke dir. Jo, alles Gute. Ja, oh Mann. Ja, und zwar... Ah, ich habe noch eine modifizierte Solstice, oder wie das heißt. Das. Da kann die weg. Der Rattler. Wieso habe ich denn noch einen Rattler? Hä? Also irgendwie habe ich mehr Sachen als er kauft. Oder muss ich den Handel immer abschließen? Kann ich dir helfen? Klar, da fädeln wir was rein. Da fädeln wir was rein, sagt er. Okay, warte mal. Nee, man verkauft das direkt, ne? Sidestar. Die war doch gerade eben nicht da. Wären das immer mehr Waffen hier? Okay. Also ich verstehe nicht ganz, was hier abgeht. Aber irgendwie kauft er nicht alles, glaube ich. Hä? Wo habe ich denn jetzt die Helme her? Okay. Wir sehen uns. Ich habe auch irgendwie neue Sachen in der Tasche. Wo habe ich das denn alles her? Ich habe doch... Also, ich bin überrascht. Ich habe nämlich gar nicht gespielt. Aber ich kann das auch nicht auswählen. Sind das ihre Sachen oder was ist hier los? Sarah, komm mal her. Zur Venus? Ausrüstung tauschen. Weiß ich nicht. Hast du was für mich? Guck mal, ich habe nicht mal einen Kopf. Ah doch, ich habe nur so komische Haare. Das sieht so aus, als wenn ich keinen Kopf habe. Hä? Aber wenn ich den... Oder sind das Sachen, die er zu verkaufen hat? Ist das Kaufen und Verkaufen gleichzeitig? Habe ich das jetzt gekauft? Ach so, ich habe von ihm gekauft. Ach so. Na. Ich bin ja dumm. Ich muss auf Verkaufen drücken. Hier, auf Verkaufen. Verkaufen. Kaufen. Verkaufen. Aus dem Schiffsinventar verkaufen. Was haben wir denn im Schiff? Ich habe dir jetzt irgendwelche blöden Sachen abgekauft. Ah, okay, hier habe ich hier so... diesen ganzen Blödsinn, den ich eingesammelt habe. Das sieht ja lustig aus. Schiffsteile. Okay. Ah, ich habe die ganze Zeit gekauft von ihm. Ey, wie so ein Blöden. Ich habe nicht gesehen, dass man auf Verkaufen drücken muss. Ja, okay. Ich glaube, ich habe aber jetzt nicht so viele Credits ausgegeben. Aber ein paar auf jeden Fall. Okay, dann kannst du jetzt den Scheiß wieder haben. Hier, eine Coachman. Die Grendel, das Kampfmesser oder die Kampfmesser, das kannst du auch wieder haben, kannst du auch haben, das ist meins. Die kannst du auch haben, ich habe eine modifizierte davon, genau. Anzüge, das ist meiner, ich habe nur den. Ja, den kannst du haben. Kleidung. Das sind meine Kopfhörer, ne? Die behalte ich. Oh. Werfbare, ja, Splittermi benutze ich nicht. Kannst du alle haben. Alles verkaufen. Was haben wir hier noch? Aha. Ja, den Wein. Den kann, ja, okay, das kann man eigentlich benutzen, ne, wenn man überzeugen will. Eine Supernova. Auch überzeugen. Okay. Ja, okay, jetzt hast du ein bisschen Geld gemacht und ich habe ein bisschen Minus gemacht. Ne? Naja, alles Gute. So viel dazu. Dummheit muss bestraft werden. So, was haben wir hier? Hier ist ein Verhandlungsbüro. Da werden die Kredite geschrieben für Waffen. Ah. Das Schloss ist zu schwierig.
Hier könnte man sich auch bereichern. Nicht schlecht. Wenn du einen Deal einfädeln willst, versuch's bei jemand anderem. Okay. Was hast willst du dazu sagen? Dann spuck's aus. Aha. Dann ist die Handelsaussicht. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Okay, wir hauen wieder ab hier. Dann konnte man noch hier runter jetzt. Was zur Hölle ist das denn da? Was ist das denn? Aha. Das Marsgesicht. Ich lese mir das mal durch, ne? Wer das durchlesen will, der kann ja dann auch in Ruhe lesen. Ich lese das mal kurz in Ruhe durch. Ah jo, ne, also das haben die auf jeden Fall hier ganz aktuell genommen. Ne? Die Mars-Raumsonde hat ja auch immer wieder Fotos geschickt, die uns Menschen an Alltägliches erinnert. Und ja, genau. Sowas ist das auch. Da gibt es auch einen richtigen Namen für dieses Phänomen. Da wollen wir hier runter. Sarah ist schon da. Was? Wo kommt Sarah her überhaupt? Sarah, komm. Wo sind wir hier? Wohndistrikt. Ich wollte mal hier runter. Ah, komm mal hier. Was machst du hier? Hm, ich wusste gar nicht, dass wir neue Miner haben. Es waren doch alle Posten besetzt. Oh, ich arbeite hier nicht. Ich sehe mich nur um. Okay, komisch. Aber wenn Trevor kein Problem damit hat, habe ich es auch nicht. Hm. Egal. Ich bin Leila. Boah, was ist das denn? Ich kann dich gar nicht verstehen. Inoffiziellen Maskottchen. Ich fülle sein Computerhirn mit allerlei Unfug und Ankündigungen. Wenn du zum Plaudern hier bist, dafür bin ich jederzeit gerne zu haben. Vor allem, wenn du über das Herz des Mars reden willst. Mhm. Du hast etwas vom Herz des Mars erwähnt. Ich wüsste gern mehr darüber. Ah, du interessierst dich also für das Herz des Mars, ja? Angeblich gibt es in der Marswüste eine Höhle mit einer Ader des reinsten Titangesteins, das du je gesehen hast. Ach so. Das Titan ist viel Geld wert. Aber manche sagen, das Herz des Mars sei verflucht. Hunderte haben es schon gesucht und sind nie wiedergekehrt. Alle sind elendig verendet. Ach so. Aber vielleicht, vielleicht. Das ist so wie bei Fallout 76, wo. Ich glaube, du hast das dieses eine Bergwerk, wo alle reinlaufen und keiner mehr rauskommt. Aber im Endeffekt ist da einfach, wohnen die da irgendwie drin oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Nicht trauen, ich von wegen. Ich finde das Herz des Mars. Du wirst schon sehen. Gute Einstellung. Du wirkst nicht, als würden dich Märchen von verfluchten Steinen abschrecken. Mich doch nicht. Ich gebe dir die Koordinaten der Höhle. Viel Glück da draußen. Und sei vorsichtig. Ja. Machen wir, ja. Hast du irgendwelche Mining-Tipps? Du programmierst also Noem? Nö, interessiert mich nicht. Wir sehen uns. Finde das Herz des Mars. Trevor. Willkommen, willkommen. Schön, dich ja. Mahlzeit. Mining-Direktor des Deimos-Projekts hier im hübschen unterirdischen Cydonia. Cydonia. Ein, zwei Minuten zu plaudern. Oha. Solange du nicht nach einem Mining-Job fragen willst. Ich habe mal für Argos gearbeitet. Ich hatte auf Arbeit hier gehofft, aber da haben wir wohl Pech. Argos, ja? Klar, kenne ich. Ist natürlich super, aber leider sind unsere Mining-Posten im Moment alle besetzt. Ja. Oder? Da hilfst du mir bei einer anderen Sache. Inoffiziell. Das hängt ganz davon ab, worum es geht. Also, schieß los. Klasse! Und keine Angst, es ist nichts, wofür du Ärger kriegen könntest. Du hast vielleicht gemerkt, dass unsere Ausrüstung nicht gerade die neueste ist, vorsichtig gesagt. Das Problem ist, neue Ausrüstung Grinsebacke. Kriegen wir erst, wenn wir unsere Quote übererfüllen. Aber das geht nur mit neuer Ausrüstung. Klassische Zwickmühle. Ja. Aber ich habe einen Plan, wie man das Problem lösen kann. Diebstahl. Okay, schön, dass du mitmachst. Zuerst muss ein Externer uns helfen, unseren Ertrag zu steigern, damit wir die Quote übererfüllen.
Ja. Den Rest erkläre ich dir, wenn du ein bisschen Erz ausgebuddelt hast. Eine Standardquote müsste reichen. Okay. Erst musst du zeigen, dass du den leichten Teil hinkriegst. Ja, mach ich. Wenn du genug hast, wirf es da drüben zur Verarbeitung in die Kiste und dann komm zu mir. Okay. Also schnappen wir jetzt unseren Cutter. Und dann sammle Eisen. Ich habe schon 4, aber achso, das ist ja. Man konnte doch auch irgendwie scannen oder so, ne? Da hinten. Jawohl, hier. Ich kann mir nicht vorstellen, hier unten Steine sammeln. Was zum Teufel soll das? Was denn? Ich arbeite hier. Wir wollen dir noch helfen. Aber klein. So, hier muss doch noch ein bisschen was sein. Ja, guck mal hier. Wieso haben die überhaupt hier im Keller Eisen? Wie viele habe ich jetzt schon? Das zeigt er gar nicht an, ne? Was ist los? Geht's dir nicht gut? Sorry, ich habe nicht viel zu sagen. Nee, aber viel zu husten, ne? Wir sammeln hier das ganze Eisen weg. Hallo? Alter, warum springt? Sind wir hier? Warum kann ich denn hier so hoch springen? Hui. Hä? Muss ich hier einen Anzug tragen? Die haben doch auch keine Anzüge an. Nee, uns geht's gut, ne? Okay, und wohin jetzt mit dem Zeug? Er hat gesagt, ich soll das hier vorne... Warte mal, ich nehme mal die Mission an, kurz. Wo denn? Ach, da! In das Ding, wie heißt das? Das heißt nicht Ablagebehälter, das heißt anders. Das ist eine Lore, oder nicht? So hab ich. Perfekt. Der nächste Teil wird schwieriger. Unser Direktor der Mining Division, Peter Brennan, hat vor einem Monat seine letzte Assistenz gefeuert. Peter ist der Einzige, der die Bestellung neuer Ausrüstung genehmigen kann. Und ohne Assistenz ist er leider völlig nutzlos. Das war's jetzt. Ich weiß, wie du todsicher an den Job kommst. Als seine Assistenz kannst du ihn dazu bringen, die Genehmigung zu unterschreiben. Ja, klar, machen wir. Warte mal. So einfach ist das nicht. Du musst dich wie alle anderen dafür bewerben. Der Job ist im Büro der Deimos Sternenwerft ausgeschrieben, oben im Orbit. Geh dahin und fülle die Bewerbung aus. Wenn das war ja klar. Hast, dann komm zu mir zurück und wir reden darüber, wie du die Stelle kriegen kannst. Du springst durch jede Menge Reifen, um den Minern die nötige Ausrüstung zu beschaffen. Ja. Und? Hast du was dagegen? Wir haben nur einen Punkt von Moiras Patrouillenroute als Anhaltspunkt. So ist das manchmal. Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Natürlich. Hast du irgendwelche religiösen Überzeugungen? Was siehst du als deine Fachgebiete? Hast du noch andere Hobbys, außer das Weltall zu erkunden? Okay, das ist alles sehr uninteressant. Ja, ja, finde ich auch. Sarah, kann man da reingehen in das Ding? Das ist Noam. Nee. Das ist Lesko. Ich kenne eure ganze Sippe. Teilchendetonation. Das dieses Geballer hier mit dem Gerumse, das erinnert mich irgendwie an Doom auf dem Mars.